das ist das Minimum, was laufen sollte. Ich sehe nichts. Ich tue aber auch nichts. So. Einen schönen guten Tag, Motorgerätehaus Kraus. Ich bin Roland, wie ihr es wisst. Heint, geht es mal in eine ganz andere Richtung. Heint wird es feucht, schmutzig, laut und dreckig. Wir haben schon ein bisschen was gearbeitet. Heint sind wir nämlich bei meinem Kameramann, beim David. Servus, und hinter die Kamera. Der hat sich was Unheimliches an, und zwar will er als Bauernhaus renovieren. Nicht restaurieren, doch. Nennen wir es restaurieren. Und zwar von Grund auf. 99 Jahre alt, der Schuppen. Aber passt schon. Jeder tut sich so seine eigene Arbeit an. Ne? Also er hat mich gefragt, kann man da was machen? So, ja, und das ist eine gute Idee, weil oft kommen Kunden zu mir und fragen nach dem sogenannten Stihl GS 461. Da ist das Ding. Schaut aus wie eine Motorsäge. Die Basis ist auch, wie man schon sieht, an der Nummer, die Basis ist eine MS 461. Keine M-Tronic, Vergasermotor, aber das ganz Besondere ist unsere Schiene. Die ist Diamantsegmente bestückt, eben zum Schneiden von Steine, Gussrohre. Ich kann auch Stahlrohre damit schneiden, ist es aber nicht ideal. Also es gibt unterschiedliche Ketten für die ganze Geschichte. Und es ist so, also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, haha, ich habe nur 461 oder 462 sogar umeinander liegen. Ich mache jetzt einfach die Schneidgarnitur. Ganz falsch, im Prinzip wirklich eine komplett andere Maschine. Weil diese Schiene wird nicht durch Öl geschmiert. Der wird durch eine unheimliche Menge an Wasser gekühlt und geschmiert. Habe ich einen schönen Absperrhahn dran. Kein Öltank, nur ein Kraftstofftank, wo das Ganze mit 1:50 oder im Idealfall mit stillem Motormix läuft. Und wenn man auch schon sieht, vorne eine Kunststoffprallplatte drauf, weil ich arbeite ja da am Mauerwerk entlang und es ist, also wenn das das reine Motorgehäuse war, war das relativ schnell durch. Genau, soviel zur Säge. Mich freut das ganz besonders, dass ich mal endlich wieder mit der 461er GS arbeiten kann. Zu meinen Stil-Außendienstlerzeiten damals auf der ein paar Mal in München damit gearbeitet. Ist ein geiles Gerät, aber wie gesagt, die Kunden kommen zu mir in Lohn und denken sich, haha, ich muss irgendwo in mein Haus eine Tür ausschneiden oder mehrere Türen. Falsches Werkzeug. Und warum? Diese Schneidgarnitur, die ist nach, gehen wir mal von der 36er Mauer aus. Im Idealfall, wenn es Ziegel ist, spielt es keine so große Rolle. Sollte es aber, ja, Kunden kommen ja auch wollen in einer Stahlbetonhalle zum Beispiel, eine Tür einsehen. Geht, ist kein Problem, aber unheimlich verschleißintensiv. Also ich sag mal, eine Türe, normal, sagen wir mal 2,10 Meter hoch, 90 Lichte. Muss ich Glück haben, dass wenn ich bei einer 36er Mauer da auch wirklich durchkomme. Das wird wirklich sportlich, weil die Garnitur ist dann verschlissen. Da sind zwischen 400 und 600 Euro dahin. Also lieber Spezialfirma kommen lassen und das Ding ausschneiden lassen. Habe ich A, einen Profi, der es macht, und B, nicht das teuerste handgeführte Gerät von Stihl zu Hause. Das Ding kostet mittlerweile knappe 3000 Euro. Und 3000 Anschaffung, Schneidgarnitur, nur mal 400 bis 600 Euro, könnt ihr eine Firma kommen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch heute, warum es das Ding gibt und für welchen Spezialeinsatz das Ding super geil geeignet ist. Und zwar an meinem Kameramann sein Haus. So, am Objekt. Wir sollen da einen Durchbruch machen. Für die zwei Rohre da, der alte Kupferrohre, das war die alte, ich vermute, ja, Heizölheizung. Und die Leitungen schneide ich jetzt noch an. Dafür nehme ich einen TSA 230, Akkutrennschleifer, Diamantscheibe drin, inklusive Wasserführung. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber bei den Kupferrohre. Dann machen wir doch. So, wenn wir es da haben, dann machen wir doch das Ganze. So, also, und schon läuft die Suppe. Auch der Akkutrennschleifer sollte mit Wasser betrieben werden, weil kühlt und schmiert. Jo, ich schneide jetzt mal die Rohre an und dann machen wir mit dem GS416 weiter. Da. So.
Kupfer ist teuer. Auf ihn. Nummer 2. So. Da war so drei Mal. Den kommen wir wieder auf Zeiten da. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wir wollen also da, das ist Nadelbeton. Mit dem Stemmhammer für den Kameramann David nicht wirklich easy. Mit einem großen Trennschleifer, TS500i 700 oder gar 800, komme ich maximal 15 cm beim 800er. Wir haben aber dadurch, ich vermute, 36er Mauern. Und das natürlich ist jetzt vielleicht 30 cm hoch und das Ganze nur 50 cm breit. Und dafür nehmen wir unseren Spezialagenten, den GS461 her. Es ist einfach wirklich Spezialwerkzeug. So, also, Schlauch dran. Das Ding braucht wirklich Unmengen an Wasser. Ich zeige es euch. Das hier ist das Minimum, was laufen sollte. Weil der Abrieb muss ja rausbefördert werden durchs Wasser, die Ketten muss geschmiert werden. Und die ganze Sache auch gekühlt, weil es ist eine Motorsäge mit 13.500 Umdrehungen. In diesem Sinne, ich leg mal los und zeige euch mal, man kann mit dem Ding sogar in die Mauer einstechen. Gleich mal zur Schutzkleidung, Gummistiefel, ich habe noch Regenhosen an und weil wir heute den vermutlich heißesten Tag des Jahres ausgesucht haben, den 4. August, heute soll es nur Würfel kriegen, 39, 40 Grad. Kommt hin. Wir legen los, weil wir sind nicht zum Spaß da. Also sonst hätte ich jetzt noch Regenjacken an, dass ich nicht ganz so los will. Aber schaut es euch an. So, ich habe übrigens schon warm laufen lassen, bevor wir losgelegt haben, also nicht erschrecken. Also, ihr habt schon gleich mal gesehen, Stechschnitt, kein Problem. Aber im Vergleich, Motorsäge, Kettensäge in Holz zu Gesteinsschneider in Nadelbeton, es geht halt trotzdem langsamer. Ich muss aber dazu sagen, der Schneider, den da drauf ist, der ist nicht nagelneu. Der ist schon gebraucht, ich weiß nicht, wie viel Meter das schon drauf hat, aber sie schneidet noch. Wir werden es aber wahrscheinlich während des Drehmoor wechseln, weil es einfach dann durch ist. Ich mach weiter, wir wollen ja heute noch was schaffen. Also, wenn du das jetzt indoor, schwierig. Also, wenn ihr einen guten Paketfassboden drin habt, braucht ihr das Teil nicht mehr, weil das setzt euch die Pude unter Wasser. Jetzt, da auch da in der Baugrube ist, das überhaupt kein Thema. Da funktioniert das richtig gut. Ich mache jetzt gut den Querschnitt. Ich will es dann noch bis daher schneiden, dann nach unten. Genau. Die Schneidgarnitur halt noch gut drauf. In dem Sinne machen wir mal weiter. Ich hoffe, dass die 40er Schiene bis nach innen reicht. Das ist Materialschlacht, also da geht schon was drauf. Ja,
Wie gesagt, es gibt verschiedene Ketten für die GS 461. Und zwar sieht man es schon an der Schachtel. Auch die Nummern sind unterschiedlich. Das ist GBM, GBE. Und zwar das eine ist für Ziegelwerk oder halt reine Betonsteine. Und die andere Kette ist für armierten Stahlbeton. Wo man schon sieht, schau die Eisenasse. 64 Treibglieder, 1,6er Schiene, 3/8 Teilung. Wie man sieht, Unmengen an Wasser. Und es ist auch jeweils noch ein Antriebsritzel dabei. Weil das ist wirklich auch, wenn die Ketten fertig ist, ist auch ein Ritzel am Ende. Wir haben jetzt die Ketten gewechselt, inklusive Schiene und Antriebsritzel. Wenn man schon sieht, diese Segmente sind auch schon gut verschlissen. Diese Kette, das ist eigentlich die GBE, die nur jedes zweite Glied mit Segmente besetzt ist. Das ist also für den Stahlbeton, den wir gerade gemacht haben, nicht ideal. Darum macht es jetzt echt Sinn, dass wir das Ganze jetzt mal durchgewechselt haben. Und jetzt können wir der ganzen Geschichte richtig zu Leibe rücken. Aber wenn man sieht, da ist auch schon von der Breite her ziemlich verschlissen und dann entsteht nämlich das Problem, auch bei der Motorsäge, dass sich dann die Kette im Beton klemmt, weil auch sich bei der Motorsäge die Kette im Holz klemmt, wenn die Breite nicht mehr passt. So, neue Kette, neues Glück. Jetzt schauen wir mal, was die Kraftstoff braucht hat, weil das heißt ja auch Kraftstoff, viel Kraft, viel Stoff. Ich denke, wir geben dann noch einen Schluck. Wasser läuft! Also der Faserbeton, der ist voll Spaß. Also, an dieser Stelle brechen wir jetzt mit dem GS461 mal ab, weil der kann wirklich voll. Aber der Nadelbeton, der da unten drin ist, das ist echt heftiger Scheiß. Ich glaube, das ist jetzt da zu sehr auf Mann und Maschine gehen. Wir machen jetzt da gleich mal einen kleinen Schwenk auf das, was dann im nächsten Video kommen wird. Nicht nur Stiel hat gute Sachen, sondern auch die Firma Husqvarna. Husqvarna Construction haben wir wie ein Sortiment. Cut and Break nennt sich das Ganze. Hat Diamant-Trennscheiben. Ich habe es gerade mal mit einem kleinen TSA 230 mit der Diamant-Trennscheibe in dem Nadelbeton versucht. Bin wesentlich schöner durchgekommen als jetzt mit der dicken Schneidgarnitur. Und Cut and Break. Ich probiere es jetzt, aber das Video dazu, das gibt es beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Roland vom Motorgerätehaus Kraus. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal mit dem Husqvarna Cut and Break.